Am 26.03.2024 um 14.27 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Siegburg zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B56N zwischen Stahlberg und Loma alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass laut Zeugenaussagen ein 48-jähriger Siegburger mit seinem Golf die B56N aus St. Augustin fuhr, als er plötzlich vom Fahrstreifen nach links in den Gegenverkehr abkam, frontal mit einem Renault eines 32-Jährigen aus Kall kollidierte, stehen blieb, sich der andere Pkw überschlug und rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen stehen blieb. Beide wurden zunächst durch Ersthelfer versorgt. Da aus dem Motorraum des VW Rauch aufstieg, brachte ein Ersthelfer seinen Feuerlöscher zum Einsatz. Der Verursacher wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus Merheim geflogen, wo im weiteren Verlauf die Lebensgefahr gebannt werden konnte. Der Fahrer des anderen Pkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Da sich das Trümmerfeld und die Spurenlage weiträumig verteilten, kam das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Köln zum Einsatz. Aufgrund von Zeugenaussagen ist Geschwindigkeit als Unfallursache derzeit auszuschließen.